Es ist 6 Uhr. Wir sind schon unterwegs und machen uns auf zum Hindelanger Klettersteig. Dafür müssen wir aber erstmal 1500 Höhenmeter hoch aufs Nebelhorn. Damit wir das vor der Dunkelheit schaffen, heißt es heute früh aufstehen. Wandern gehe ich mittlerweile verhältnismäßig oft und auch immer noch wirklich gerne. Um aber mal etwas Abwechslung einzustreuen und neue Challenges zu haben, stand dieses Mal ein Klettersteig auf dem Programm. Nämlich der Hindelanger Klettersteig bei Oberstdorf. 8,5 Kilometer lang und vollständig entlang eines wahnsinnig schönen Grats. Der offizielle Weg, um den Steig zu machen, ist mit der Gondel zum Nebelhorn auf 2224 Meter zu fahren. Gondelfahren finde ich aber ehrlich gesagt nicht so geil, nicht nur weil ich Bergbahnen insgesamt fragwürdig finde, sondern auch weil ich solche Touren gerne aus eigener Kraft schaffen will. Deshalb sind wir die 1500 Höhenmeter und 10 Kilometer zu Fuß aufgestiegen, was eigentlich alleine schon eine ganz ordentliche Tagestour wäre. Natürlich war der Plan dann auch, das Ganze am Ende wieder abzusteigen, das war allerdings nicht ansatzweise so entspannt wie gedacht, aber dazu später mehr. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, ist der Aufstieg zum Nebelhorn schon mal extrem schön und abwechslungsreich, also auch als eigene Tour total empfehlenswert. Aber zurück zum Thema Klettersteig. Ich habe bislang nur einen einzigen an der Alpspitze gemacht, bin also mehr oder weniger blutiger Anfänger. Der Steig an der Alpspitze hat mich damals auch nicht so wirklich gecatcht, weil er ziemlich einfach war und es mir deshalb eher lästig vorkam, die ganze Zeit die Karabiner umzuklicken. Ich wollte dem Ganzen aber trotzdem nochmal eine Chance geben. Falls du noch nicht weißt, was ein Klettersteig ist, im Prinzip sind Klettersteige schwierigere alpine Wanderwege, bei denen man tendenziell viel an und um Felsen klettern muss. Für den Notfall ist man dabei mit einem Klettergurt und zwei Karabinern an gespannten Drahtseilen und mit einem Helm gegen Steinschläge gesichert. Die notwendige Ausrüstung, also Gurt, Klettersteig-Set und Helm, haben wir von Freundinnen geliehen bekommen. Danke an dieser Stelle an Max und seine Familie. Rubihorn, Geißalphorn, Geißfuß, großer Gundkopf. Auf dem Rubihorn hochzuwandern ist übrigens auch eine mega schöne Tagestour. Der liegt so auf 1950 Metern und die Serpentin, die man gerade gesehen hat, ist quasi der Abstieg. Man kommt von der anderen Seite hoch und es ist durchweg ein mega schöner Wanderweg. Nicht zu anspruchsvoll, richtig gut für eine Tagestour und man steigt dann noch auch wieder ab über den Geißalpsee, den ihr vorhin schon gesehen habt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber hier ist auch nicht schlecht. Aber auch ordentlich windig. Und vor allem das Klamottenmanagement ist echt nicht einfach, weil es nach wie vor insgesamt kalt ist, man aber schwitzt und dadurch, dass man viel auch die Regenjacke anhat, um sich vor dem Wind zu schützen, werden dann die Klamotten sehr nass, also die Thermoshirts und so weiter und dadurch wiederum kalt. Also wir haben uns jetzt in den letzten 4 Stunden, die wir unterwegs sind, schon so oft an, aus und umgezogen, weil es einfach nicht anders geht. Kurz vorm Nebelhorn machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Die Höhenmeter merkt man doch schon. Vor allem, weil die auf wenig Kilometer verteilt sind. Kurz danach ging es dann los. Der Hindelanger Klettersteig ist auf der Klettersteig-Skala, die geht von A bis E, als B bis C geratet.
Insgesamt ist der Steig also so mittelschwer, wird aber gefühlt zunehmend etwas anspruchsvoller. Wenn man nicht will, muss man allerdings auch nicht die ganzen 8,5 Kilometer machen. Der Hennelanger ist in 5 Sektionen unterteilt und nach jeder kann man absteigen, wenn man möchte. Unser Plan war es eigentlich, alle 5 zu machen. Am Anfang kam bei mir ehrlich gesagt wieder ein bisschen das vorhin beschriebene Feeling hoch, dass es eher nervig ist, die ganze Zeit die Karabiner umklicken zu müssen und eigentlich nur damit beschäftigt zu sein. Nach einer Weile habe ich dann aber gemerkt, dass das gar nicht unbedingt das zentrale Problem ist. Das Nervige für mich war eher die Situation, dass vor und hinter uns andere Leute waren und man deshalb immer so ein bisschen das Tempo halten musste, damit die hinter einem nicht die ganze Zeit warten müssen. Und deshalb war ich überwiegend damit im Kopf beschäftigt und habe mich stressen lassen. Das kommt auch dadurch, dass viele KlettersteiggeherInnen viel das Drahtseil als Hilfe benutzen, während ich eigentlich lieber möglichst oft direkt den Fels anfasse, was dann etwas länger dauert. Jedenfalls sorgt der Druck durch die anderen Leute dafür, dass ich den Klettersteig nicht ganz so richtig erleben kann, wie ich es gerne möchte. Übrigens sind wir wieder mit dem Zug nach Oberstdorf gereist und haben dabei gerade mal 15 Euro pro Person und Fahrt gezahlt. Das ist echt geschenkt und relativ schnell ging's auch. Checkt doch nächstes Mal, wenn ihr einen Trip macht, ob ihr auch mit dem Zug fahren könnt. Ich habe damit echt gute Erfahrungen gemacht und es ist ein super Weg, um die Klimabelastung zu reduzieren. Obwohl der Klettersteig nur mittelschwer ist, steht in den zugehörigen Beschreibungen, dass absolute Schwindelfreiheit erforderlich ist. Das liegt nicht nur an solchen Stellen, wie ihr jetzt gerade seht, sondern auch daran, dass es immer wieder kurze Abschnitte gibt, die aus irgendwelchen Gründen nicht mit einem Stahlseil gesichert sind, obwohl die eigentlich nicht weniger gefährlich sind. Da muss man sich dann nochmal richtig konzentrieren und darf sich keine Fehler erlauben. Wir haben jetzt tatsächlich ein kleines Problem, denn unsere Tour haben wir mit Komoot geplant und die scheint den Klettersteig nicht als wirklichen Klettersteig zu berechnen von der Geschwindigkeit her. Wir haben sind jetzt gerade in den dritten Abschnitt gestartet und für die ersten beiden hätten wir laut Komoot eine halbe Stunde brauchen sollen. Haben aber 1,5 bis 2 gebraucht. Das bedeutet, unsere ganze Zeitplanung geht nicht mehr auf. Wir sind eh schon einen Ticken langsamer als geplant, auch beim Wandern, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, noch kürzlich krank gewesen bin und nicht ganz 100% Kraft und Ausdauer habe. Deswegen werden wir vermutlich nicht den ganzen Klettersteig machen können, damit wir irgendwie halbwegs noch sicher nach Hause kommen und nicht hier schwierige Wege im Dunkeln runterlaufen müssen. Und eine halbe Stunde ist auf jeden Fall sehr unrealistisch, wenn man wirklich den Klettersteig macht mit Sichern, also immer einhaken und so weiter.
Es war tatsächlich relativ erschreckend, dass wir mehrere Leute gesehen haben, die sich auf dem gesamten Klettersteig nicht mit ihrem Klettersteigset ins Seil eingehakt haben. Falls ihr auch mal einen Klettersteig machen solltet, tut das auf jeden Fall. Es geht beim Nutzen des Gurts und der Karabiner nicht darum, dass man sich in Situationen, in denen man sein Limit erreicht oder überschreitet, damit sichert. Es kann, egal wie geübt man ist, in jeder Situation vorkommen, dass man abrutscht, sich vertritt oder von mir aus sogar einen Krampf bekommt und dadurch den Abhang runterstürzt. Allgemein sollte man seine Grenzen im Bereich Klettersteig sehr behutsam und langsam ausloten, weil der Gurt inklusive Klettersteig-Set einen nicht wie im Sportklettern vor fast einer Verletzung schützt, sondern im Zweifel den Unterschied zwischen Tod und schwersten Verletzungen macht. Klar, der Gurt hält einem ab einem gewissen Punkt fest, damit man nicht weiterfällt, bis dahin ist man aber schon mit jeglichen Körperteilen zigmal über die Felsen gedonnert. Guckt euch die Umgebung mal an und spielt das Szenario durch, dass ich dort stürze. Also, nutzt auf jeden Fall immer eure Klettersteigausrüstung, so wie es vorgesehen ist, und seid euch bewusst, in welchem Maß der Gurt euch schützt. Das war's vom Hindelanger Klettersteig, oder zumindest von den ersten drei von fünf Sektionen. Wir müssen hier jetzt leider abbrechen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig nach Hause. Oder mal ein bisschen aus dem Alpin hier raus, bevor es dunkel wird. Und wir hoffen überhaupt noch, dass wir was zu essen bekommen, weil der Edeka hat bis 20 Uhr auf. Und das wird eine knappe Nummer, deswegen müssen wir jetzt mal schnell, aber sicher den Berg runter. Also Komoot sagt 3 Stunden ungefähr bis zum Supermarkt und in 3,5 macht er zu. Also ist schaffbar, aber wir müssen uns schon ranhalten, weil die 3 Stunden an sich schon schnell gerechnet sind. Meistens schaffen wir die Berechnung. Also bei anderen Touren jetzt, wenn wir dieselbe Sportlichkeit einstellen bei Komoot, aber auch nicht immer. Und eine halbe Stunde ist da ein recht kleiner Spielraum dann leider. Wichtig ist, dass wir jetzt möglichst schnell wieder zur Bergstation kommen, weil wir jetzt in einer halben Stunde auch
die Sonne untergeht. Und ab der Bergstation gibt es einen Forstweg. Und der ist bei Dunkelheit halt deutlich besser zu laufen. Also wenn wir jetzt solche Wege hier in der Dunkelheit laufen müssten, also natürlich haben wir Lampen dabei, aber dann würden wir es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig schaffen. Deswegen ist das nächste Ziel jetzt, vor Sonnenuntergang zur Bergstation zu kommen. Genau, wir haben Kopflampen dabei gehabt. Das ist ganz wichtig. Ich habe es nämlich vorher noch nicht gesagt, aber Kopflampen gehören natürlich zur absoluten Standardausrüstung bei jeder Tour in den Bergen, weil immer mal was passieren kann, wodurch sich alles verzögert und man im Dunkeln zurück muss. Wir hatten also ein kleines Rennen gegen die Zeit und Dunkelheit, was ehrlich gesagt nach 2000 Höhenmetern und 15 Kilometern nicht unbedingt geil ist. Wir sind also ziemlich runtergehetzt, zumindest soweit es unsere Kräfte noch zugelassen haben, um noch was zu essen zu bekommen. Das Ganze hat aber auch echt was Positives, denn so ein Sonnenuntergang in den Bergen ist schon extrem schön. Die erste Zwischenetappe zur Gondelstation haben wir geschafft, auch in der Zeit, die wir schaffen mussten. Und die Sonne ist auch noch ein bisschen da. Der Weg ist zwar immer noch nicht optimal, wenn es jetzt dunkel wird, aber aktuell ist es locker noch hell genug. Nächstes Problem ist noch, ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, morgen ist Feiertag. Das heißt, es ist nochmal doppelt wichtig, dass wir es heute noch zum Supermarkt schaffen. Dafür sieht es aber richtig geil aus hier. Ist ein kleines Abenteuer hier. Muss ich nicht unbedingt haben, aber jetzt ist man drin. So, das Schild sagt halbe Stunde. Und wir haben noch anderthalb Stunden, bis der Supermarkt schließt. Das heißt, wir waren echt schnell. Wir laufen jetzt die ganze Zeit auf Asphalt. Es ist super zäh. Die Füße tun weh. Laune ist gerade wieder besser. Aber es reicht langsam, es reicht. Ihr seht mich nicht, aber ab heute hat der Edeka geänderte Öffnungszeiten und schließt eine Stunde früher. Und wir waren quasi 2 Minuten zu spät, ab heute. Aber jetzt ist noch ein Lidl um die Ecke, der wohl offen hat. Ja. Also, es wurde uns echt mal wieder nicht einfach gemacht auf dieser Tour, aber am Ende konnten wir uns zumindest Käsespätzle machen, was den Abend dann auf jeden Fall gerettet hat. Trotz allem war es aber wie fast immer ein cooles Abenteuer, insbesondere weil es mit dem Hindelanger Klettersteig mal was anderes war. Die Tour hat meine Lust auf Klettersteige wieder etwas entfacht, sodass ich das in Zukunft vielleicht noch öfter machen werde. Würden euch noch mehr Klettersteigvideos interessieren? Zumindest müssen wir nochmal zurückkommen und den Hindelanger vollständig von vorne bis hinten besteigen. Wie sieht's bei euch aus? Denkt ihr, ein Klettersteig wäre was für euch oder lieber klassisch wandern? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein.